Hoi Leute, da sind wir wieder. So, jetzt schauen wir uns mal an. Mal gucken, wo das war. Hier machen wir Mittel. Haben wir noch was zum Ändern? Ne, das ist eigentlich alles nur für Hosting. Gott, immer noch schlecht. Okay, obwohl, guck mal, das können wir eigentlich schon mal ändern. So. Wollte. Ja. Okay, machen wir so. Dann kommen wir jetzt sogar auf den ersten Platz. Auch gut, muss ich nicht immer rumklicken. Und dann starten. Habe ich auch noch ein bisschen was gebraten gehabt, also unsere Chilis. Auch schon leer gemacht. Bis auf unser Gummi, ja, da habe ich mitgedacht. Ausnahmsweise mal. Ja, zwinker, zwinker. Dann müssen wir jetzt nur noch verkabeln. Der Countdown dürfte eigentlich jetzt schon laufen. Tag 0. Tag 0. Ah, okay. War einfach noch nicht geladen. Oh, ich dachte schon. So, was ist denn hier? Ja. So, dahin. Und dann. So. Den nicht vergessen anschalten. Ja, es kommt ruhig. Kommt hier gleich nicht mit klar. Und den können wir hier auch schon mal korrekt im Mundo hinstellen. Dann zack. Und mal hier checken wir noch mal, ob der auch wirklich an ist. Ah. Hey. So. Ist ja auch noch an. Oder übertreffen die jetzt? Ja, okay, weiter an. 3 Minuten haben wir noch, dann können wir den auch gleich einmal richtig parken. Ah, passt. Jo, guti. Ah ja, da haben wir noch was. So, erstmal den hier. Licht kann uns egal sein. Na komm, mal später irgendwann mal wohin bringen. So, denn hier. Die Nifte ist geladen und gesichert. Entsichert. Dann könnte es gleich losgehen. So. Jetzt kommen die von hinten. Nein, bitte nicht. Fischis bringen wir auch mal schnell weg. Wo können wir eigentlich braten? Wie viel Holz haben wir hier drauf? 4. Ah, nee. Guck. Oh, bitte von vorne. Das müssten die uns eigentlich auch von hier angreifen. Ja? Also da drüben haben wir jetzt ja nichts mehr, was jetzt quasi als Base zählt. Also ich gehe mal davon aus, dass sie vom Bett her aus den Ort anpeilen. Und 2 Minuten haben wir noch.
Die Dinger sind mir echt immer noch zu groß. Aber jetzt haben wir doch schon einen richtig guten Stützpunkt hier. Gefällt mir ehrlich gesagt besser als das hinten. Vor allem aber auch, weil es hier nicht so eingeengt ist. Aber ich hätte trotzdem gerne ein paar mehr Krabben. Er steht ein bisschen kurz für Aussicht, aber naja. Ja, dann machen wir noch eine kleine Hafenhütte hin. Hafenhütte, ich dachte Hütte, ne? Ja. Gott, ich wollte gerade sagen, ich hätte das gerade so ein böses N-Wort gesagt. Oh mein Gott. Gott, hier kann man spannen. So, eine halbe Minute. Also ich habe schon ein Bild vor mir im Kopf. Ich hoffe, dass wir irgendwann bald auch so eine Deko-Sachen kriegen. Weil, wo war das? Wo war das jetzt? Shit. Auf irgendeiner kleinen Hütte, auf irgendeiner kleinen Insel gab es auch so eine kleinen Stände. Die hätte ich gerne auch hier, denn. Ja, dass man halt so eine kleinen Sachen als Deko hinklatschen kann. Das wäre toll. Wenn es halt nur so eine kleinen Sachen sind wie die Enten und sowas. Dass man halt diese Variante macht. Das wäre mir echt egal. Hauptsache so eine Deko-Sachen. So, wo seid ihr? Da. Alter, hat der eine Reichweite? Treffen ist aber nicht so das Ding, ne? Euer Ernst? Okay. Okay, ich bin davon jetzt nicht so überzeugt. Ah gut, die starten jetzt aber auch blöd. Wenn die uns jetzt von vorne angreifen würden, würden die wahrscheinlich schon ein bisschen krasser sein. Guck mal, Holz ist schon mal gut. Können wir gleich die Küche da voll machen? Dass die jetzt hier überall hingeschlagen haben, finde ich jetzt auch nicht so toll. Und die hatten jetzt hier schon einen gekillt, oder? Okay, nö. Schaut nicht so aus.
Gut, aber wir haben auch wieder vergessen. Na, 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 na? Ja, die Minen. Der Bengel lernt es einfach nicht. Ständig vergisst er was. So, aber die Dinger sind ja wieder angeschalten. Das heißt, wir werden eh öfters jetzt einen Angriff kriegen. Ich setze mich mal kurz richtig hin. So. Den machen wir erstmal kurz hier Holz nachlegen. Hier sowieso. Machen wir erstmal alles auf 10. Ach komm. Den gehen wir nochmal hoch. Und dann ein bisschen Holz. Irgendwann mache ich das ganze Ding hier mal voll. So. Halt. Tierzeugs haben wir hier. Stoff haben wir da. Dann können wir auch gleich mal nichts mitbringen. Mal holen. Unser Medizinzeug. Wird auch mal Zeit. Also die Genauigkeit von diesen Teilen sind nicht so geil. Das habe ich jetzt gerade gemerkt. Ist auch ein bisschen schade, aber okay. Nochmal 15. Passt. Alles auf 20. Passt. Passt auch. Dann ziehen wir hier nochmal nach. Gut. Denn. Holen wir mal unser Zeug da. Dann fangen wir an, die kleinen Minen nochmal zu bauen, damit wir uns da ein bisschen besser abdichten können. Absichern. Wobei abdichten ist da jetzt auch nicht so verkehrt. Klatschen wir auch dahin, wo die uns angegriffen haben. Finde ich. Oder die an die Personen. Die anderen Sachen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher so an den Seiten. Und ein bisschen hier zwischen uns und dem Händler. Und hier müsste auch langsam wieder eine Krabbe sein, ne? Eine Krabbe müsste jetzt wieder hier mal nachgespawnt sein. Na komm. Ach, guck mal, jetzt haben wir Kupfer hier. Ich war doch hier. Da haben wir die. War das jetzt mit dieser Scheißkrabbe? Also seitdem die das Wasser auch ein bisschen aufgebessert haben, muss man jetzt auch ein bisschen genauer im Wasser gucken.
Und was war das? Was war das? Na, jedenfalls keine Krabbe. Okay, doch noch nicht nachgespawnt. Oder jetzt komplett weg, die Krabben. Da haben wir das Kupfer wieder. Schade. Ja, also können wir echt noch hoffen, dass die Gegner mal welche haben. Dass wir denn damit dann halt unsere Sachen machen können. Na klar, das habe ich natürlich wieder nicht mit. Haben wir sonst nicht noch hier? Ja, Munition nochmal. Hier nochmal. So, auch aufgefüllt. Nö. Ja, Speisegerät nehmen wir mal mit. Nö. Hier noch irgendwas Nützliches. Ja, nö. Hier? Nö. So, was brauchen wir für diesen Hängeschrank? Nur Holz, okay. Das kriegen wir hin. Ach, das Telefon haben wir noch nicht. Ah, okay. Gut, dann. Den müssen wir noch holen. Ja. So. Speisemäßig, gut, essen kann man genug. Ne? Also durch die Fische und so. Aber das bringt mir halt einen ziemlich geilen Vorteil mit dieser Krabbensuppe. Und das möchte ich gerne beibehalten. Ziemlich eigen. Also die bringt halt viel. Straßenschild, okay. Warum Straßenschild? Wir haben die zur Erfassung von Orten und als Koordinaten, okay. Ah. Romy, meinst du das? Romy meinte, wir sollten halt mal die Flaggen umbenennen. Damit wir uns auch ein bisschen besser orientieren können, weil, naja, ihr kennt meine Orientierung. Ja, will auf jeden Fall Sinn machen. Nee, komm, was ist denn jetzt dein Problem? Sag mir nicht, sag mir jetzt bitte nicht, dass ich das an der Tapete. Nee, wir können es einfach nur nicht mehr anhängen. Och, Menno. Ja, da geht es natürlich jetzt wieder nicht, weil das ein scheiß Teppich ist. Mmh.
Leck mich doch. Es sind diese Kleinigkeiten, die einen wirklich... Hatten wir jetzt hier, dass wir noch wegpacken können. Ja, okay. Den zurück. Wir machen den Teppich wieder weg. So, WW-Killer. Denn die da. Ja, hat auch ganz gut geklappt. So. Denn die. Die. Dann und euch. Achso, die haben auch noch. Momentan. Gehören da irgendwie zusammen. Achso, die haben auch noch. Ja, momentan. Immer Dreier rein, dann können wir hier. Ja, komm. Wir behalten den Standard mal bei. Und machen jetzt noch ein paar Suppen. In meiner Hand. Oh, schön! Pinky! Moment. Doch, Batterie ist drin. Hier. Okay. Ach, guck mal, das Ding hat doch eigentlich hier drauf geballert, ne? Aber hier ist nichts kaputt. Also ich glaube, die machen doch keinen Eigenbeschuss hier. Das ist doch mal gut. Yeah. Gut. Denn dahin. Wo haben wir Sicherheit? Da. Bup. Und bup. Oh, Eisen. Viel Eisen. Wir brauchen wirklich viel Eisen. Wie viel haben wir denn alle bei mir? Ist das nicht so viel? Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Das ist nicht so viel. Gehen wir jetzt auch mal schlafen und dann machen wir eine kleine Schrotttour. Hübsche Wolken. Bitte schon mal die, das müssten schon die Polarlichter sein, ne? Die wollten jetzt aufhellen. Ja, natürlich regnet's. Na?
Halt. Also den Hammer ist ja okay, den mitzunehmen. Vielleicht das wäre halt wirklich die Base abzureißen da, aber ich will die halt noch da. Ach schön, da blubbern gleich wieder die Dinger hoch. Jetzt ist er gut. Ja, ich würde sagen, wir cruisen unter Wasser durch und suchen da halt Material. Ich hoffe, es wird nicht zu dunkel. Oh, was? Haben wir die hier mit? Hier haben wir die nicht. Da habe ich die dann schon wieder angelegt. Ach man. So, bestimmt hier. Ja. Los. Einfach mal hier unten bei uns rum. Da müsst ihr schon mal hoffentlich ein bisschen mehr rumeiern. Ich will diese Container haben. Also wo der Metallschrott da drin ist, das den ist. Das gibt immer so schön. Oh, hier gibt's Essen. Hoffentlich. Jo. Ja, hat er recht. So, brauchen wir nicht. Interessant. Wir sollten nun doch mal in dieses Loch reinkriechen. So, jetzt haben wir schon mal fast 60. Okay,
Okay, wenn man sich wirklich auf jedes Ding hier konzentriert, dann geht das eigentlich. Okay, jetzt wird es langsam hell genug. Dann können wir mal die Dinger wegstecken. Das ist immer noch so lange, ne? Nee, guck mal, das Säckchen, das geht schneller weg. Wie schön sich das dreht. Oder überschlägt. Ah, ne, die haben wir schon. Das ist. Das geht noch eine Stunde und 40 Minuten. Also in den Säcken geht es schneller. Wenn wir wegschmeißen, dauert es ewig, okay. Ich hoffe, das ändern die noch. Weil das ist halt richtig per Promise. Also für die Leute, die jetzt nicht so einen starken Rechner haben. Hui, 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 hui. Fischis brauchen wir jetzt nicht. Außer wenn jetzt das Arschloch Fischi hier ist. Ja, genau die Dinger. Die sind toll. Darf man gerne mehr. Fast 100. Ach guck mal, hier waren wir schon. Oh, den haben wir jetzt übersehen. Hallo? Ah, da. Und natürlich sind wir wieder überzogen. Naja, egal. Das kleine bisschen hier machen wir noch. Wobei ich schon Böses ahne. Auch ein Auto ist. Okay. Nehmen wir die Richtung. Die Lava-Ebene, ne? Die gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Die fand ich eigentlich toll. Oh, die hätte ich gerne in dieser Grafik hier gesehen. Hätte bestimmt noch furchteinflößender ausgesehen. Hier waren wir auch seit dem Patch nicht mehr drin, ne? Da ist noch eine Tür. Mensch. Guck mal, gerade um 100 geredet, ne? Jetzt haben wir wieder fast 60. 100. 200, Mann. Oh Gott, ey. Nö. Gute Kiste.
Den nehmen wir auf jeden Fall. Den auch. Den sowieso. Ja, haben wir. Warum nicht? Baumwolle brauchen wir auch nicht. Stock können wir mitnehmen. Das können wir mal testen. So. Dürfte aber die Zeit eh nicht erhöhen. Ja, wobei. Hey. Die da schon toll. Schon toll ist. So. Ja. Und den hier. Den geben wir zweite Etage. Na komm, Komponenten brauchen wir eh. Dann gehen wir jetzt hoch. Und erstmal hier lang. Okay. Nö. Der ist schön. Dann sieht es langsam wieder knapp aus. Dass ich leere Kisten liebe. Den Rahmen gerade. Denn. Ist ein bisschen rum? Echt? Krass. Ja. Haben sie nicht mit? Ne. Also, die sollten die Rotalgen jetzt langsam mal umbenennen. Gut, ich würde sagen, obwohl ich hätte gerne noch die 200. Da bin ich jetzt ein bisschen stur. Tut das weh? Ja, tut weh. Den können wir nicht, ne? Wir sind in die Markierung, dass das gute sind. Oh, Moment mal, hier ist was versteckt. Hier ist was versteckt. Krasse Höhle, ja, schön. Hä? Okay. Kommen wir hier raus? Oh. Ach so, hier. Okay. Ja. Toll, gerade gedacht, yeah! Voll genial! Was Neues gefunden. Wuhu! Nein, sowas. Oh, wir haben schon 200. Passt ja. Oh ne, oh. Tschüss. Toll. Halt. Jung.
zu Hause? Ja. Dann hätten wir das jetzt. Haben noch zwei Autos. Dann würde ich sagen, können wir. Ja. Ja, da. Die Dinger meine ich. Ja, für das Dekorieren. Straße. Ja, dann würde ich sagen, machen wir morgen die Dinger fertig. Und den mal gucken, wann der nächste Angriff kommt. Dann können wir ja sehen, was die ganzen Dinger bringen. Also Leute, macht's gut. Haut rein. Bis morgen. Tschüss.